kotzen. Ach, verarscht mich doch nicht. Ihr könnt nicht schlafen. Und stirb. Ich überlege gerade, ob ich so lange hier dumm stehen bleibe, bis ich mich voll heilen kann. Wo das, glaube ich, ziemlich lange dauern würde. Toll. Ja, ich will hier eigentlich... ungern raus. Oh je. Da ist der nächste. Komm schon. Auf geht's. Ehrlich, das nehme ich mit. Ich habe die zweiten Funktionen einmal eliminiert. Ein neues Schild. Moment, wo haben wir die Schilder her? Schaden reflektiert. Cool. Warte mal, das hier bringt uns doch eh nichts mehr, oder? Ja, null Rüstung. Kann ich ja dann noch ausziehen, damit ich jetzt kein Chamäleon mehr. Ich kenne euch. Ihr habt mich befreit. Befreit auch meine Brüder, wenn sie denn immer noch versklavt sind. Gemeinsam werden wir den Schrein von der üblen Magie des Unterkönigs säubern. Ja. Lass mich raten, der kann hier durchgehen, ne? Ja, das will ich aber sehen, ne? Ja. War ja klar. Der geht da einfach durch. Na gut, wir gehen auch zurück. Haben wir ein wenig Zeit, unser Leben wieder ein bisschen aufzufüllen. Ja, Leute, das wird knappes Rennen. Ob wir das schaffen oder nicht. Vor allem, wenn da gleich so ein Endboss-artiges Vieh auf uns zukommt, dann haben wir, glaube ich, ein großes Problem.
Ja, wir können immer noch weder pausieren noch irgendwas. Lebensenergie wieder herstellen. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich trinke davon jetzt einfach was. Okay, dann doch nur so wenig. Toll. Speichern wir und gehen weiter. Ich kann immer noch nicht warten. Und das werde ich wohl auch nie können hier in dieser Höhle. Weil draußen halt noch die Skelette irgendwie nach mir suchen. Das ist echt ein bisschen beschissen, aber naja. Sieht nicht gut aus. Sieht absolut nicht gut aus. Aber egal, wir gehen weiter. In der Hoffnung, dass wir das irgendwie überleben. Und weiter geht's. Oh je, es ist so ein Kampf um Leben und Tod hier, das ist... Da unten ist er, ne? Solange es immer nur einer ist, ist es ja noch okay. Welcher Klinge kann ich mir am besten jetzt zustechen? Ich bin ganz ehrlich. Leute, ich, nee, das mache ich nachher. Okay, okay. Ich habe gerade einen Plan. Nein. Jetzt kommt der mit dem Feuerschwert an. Willst du mich natzen? Ich tue ihm ja selbst damit weh, genau. Komm schon.
Nein, den Helm wollte ich gar nicht. Den will ich. So, Moment. Erstens feste ich Blocken, Achtung dann selbst. Ist das einhändig? 13. Einhändig 13 finde ich gut. Lebensenergie wiederherstellen. Okay. Ach, verarsch mich jetzt nicht. Ich hab keine Lust auf so einen Scheiß. Aber okay, ich mach's. Komm schon. Ich hasse es, wenn die Maus spinnt dabei immer. Geht doch. Irgendwas beschwören, das ist schon mal okay, das ist schon mal gut. Gehen wir also wieder in die große Halle. Und ich habe gerade eben was angedeutet, was ich vorhabe. Ich befürchte, dass wir jetzt gegen diesen Magier-Typen, was auch immer, ankämpfen müssen. Und ich werde mir meine Klinge des Leids auffüllen mit meinen Seelensteinen, die ich habe. Damit ich den so schnell wie möglich töten kann. Wo bin ich denn jetzt? Oh, fuck. Da haben wir mal eine falsche Abzweigung, ne? Hier lang? Jetzt will ich mich verlaufen. Geile Sache. Ja, hier muss aber richtig sein. Wow. Oh, ich Idiot. Da, durch die Tür. Quick save. Boah, ich hab keinen Bock mehr auf diese Mission. Was stört ihr mich? Ich muss den Schrein befreien, damit ich endlich schlafe. Soll ich jetzt auf den dritten warten oder was? Hier liegt bla bla bla. Du wirst erwartet. Jetzt backt er rum, das ist nicht euer Ernst. Wollt ihr mich natzen? Oder Waldemar gesehen? Nein, das war der Traum. Ich bin jetzt wach. Ich muss den Eid erfüllen, den ich dem Kaiser geschworen habe, bevor ich endlich ruhen. Toll, jetzt bin ich auch reingefallen. Super, super, es musste ja passieren. Wo komme ich jetzt hin? Ah, ist das zum Kotzen. Hm, ich hab's befürchtet. Ich glaube, ich weiß nicht, wo ich hinkomme.